weiterzugeben. Und zwar gestern schaue ich Fernsehen. Und dann kommt nur diese Warnung, Werbung. Ein neues Barbie-Produkt. Ihr kennt alle Barbies, Paris Hilton in Puppenform. Und dieses neue Barbie-Produkt heißt Barbie Video Girl. Barbie hat eine Kamera in ihrem Ausschnitt eingebaut und hinten hat sie einen Monitor auf ihrem Rücken. Und ich weiß schon, es klingt schon sehr absurd, aber es wird noch besser. Es kommt halt wieder so eine typische Mädchensprecherin. Wow, es ist das neue Barbie Video Girl! Es ist so toll! Jetzt kann ich mit Barbie. Barbie hat eine Kamera in ihrem Arsch und ich kann damit durchschauen. Und dann sagt sie diesen einen Satz, den ich so genial fand. Sieh die Welt mit Barbies Augen. Die Kamera ist in ihrem Ausschnitt. Soll mir das jetzt sagen, dass Frauen grundsätzlich ihre Augen auf Brusthöhe haben? Also war es nie falsch, wenn du einer Frau auf die Brüste geschaut hast und sie sagt, schau mir in die Augen oder meine Augen sind weiter oben. Oh mein Gott, versteckter Sexismus und es ist keinem aufgefallen. Vor allem keinem von den Scheißmachern dieser Werbung. Ich fand es so göttlich. Ich habe mich so weggeroffelt, Alter. Ich lag stundenlang auf dem Boden und hab geroffelt. So, brauch noch mehr Holz. Oder, ah Gott, Moment, wo habe ich noch eine kleine Erfahrung aus meinem Studium? Ah ne, ich hab's schon rausgerissen, aber ich kann mich noch grob dran erinnern. Lateinische Grammatik gestern. Und zwar, es geht darum, Wörter zu deklinieren, zu konjugieren, zu was auch immer. Und dann wird so ein Mädchen aufgerufen und die weiß halt nicht den Namen der Form. So, sie sagt Capio. Die Professorin sagt so, nee, es ist falsch. Das Mädchen sitzt da und überlegt, setzt die Stirn in Denkerfalten. Da sagt die Professorin so, nehmen Sie einfach das Io weg und hängen Sie ein I ran. Und an der Stelle sollte man merken, wenn ich Capio habe und das Io weghänge und ein I ranhänge, dass ich noch Capi habe. Das ist wie, du hast drei Äpfel. Ich nehme dir einen weg und gebe dir wieder einen dazu. Wie viele Äpfel hast du dann? Und sie saß da und hat die Professorin angestarrt und wusste nicht die Antwort. Ich fand's so göttlich. Das ist wie mit Kindern zu reden. Und die wissen es sogar besser. Du hast ein Wort und nimmst zwei Buchstaben weg, hängst einen anderen Buchstaben ran, was hast du? Die kam nicht drauf! Die kam einfach nicht drauf! Ah, ich find's schön, ich find's immer wieder schön anzusehen, wo ich daran hingeraten bin. So, ich geh jetzt mal, guck mal, was ich jetzt mache. Ich cruise jetzt mit meiner MS Bukake. Wer wissen will, was Bukake ist, der sucht es bei Google und klickt alle Seiten an, die er findet. Es gibt da sogar ein krankes Video mit einem Fisch, das singt die ganze Zeit I like Bukake, I like Bukake. Tut's euch nicht an, das ist grausam, das ist extrem grausam. Ja, was wollte ich sagen? Ich cruise mit meiner MS Bukake hoch und hole mir einen runter. Werkzeuge hole ich mir runter, meine ich natürlich. Ja. Gut. Und jetzt zeige ich euch etwas, das euch total verblüffen wird. Man kann Handelsrouten festlegen. Ich könnte jetzt Ziel auswählen. Sodomia. Werkzeuge soll er alle holen. Und dann. Ah ja, ich könnte zwei Sachen mitnehmen. Ist zum Beispiel noch Nahrung, aber das passt. Und dann Ziel auswählen, SM City oder Werkzeuge ablegen. Genau, in das Konto laden. Man kann immer zwei Dinge nehmen. Jo, und so kann man wunderbare Handelsrouten festlegen. Und jetzt, wenn ich jetzt zurückgehe, warte, genau, wo ist es? Automatische Handelsroute einschalten. Ja, es hat sich Werkzeuge geholt, 29 Tonnen, jetzt geht's dahin. Und macht das. Boah, da seid ihr baff, oder? Ich meine, was ich euch da für Tricks zeige, das ist schon. Das ist schon du. Und wie ich gesagt habe, ich habe jetzt einen Arsch voll Wolle.
in meinem Marktplatz, weil kein Weber da ist, um die Wolle abzuholen. Das heißt, ich sollte mir mal bald einen bauen. Aber dafür brauche ich noch Holz. Aber Holz kriege ich keins, weil alle kein Holz mehr produzieren können. Das heißt, es wird ewig lange dauern, bis ich dieses Level durchkriege. Oh, ich liebe es. Das ist eine Sache, die ich hasse. Man hat am Anfang immer, absolut immer zu wenig Holz. Genauso wie man später immer zu wenig Ziegel haben wird. Oder was gibt's noch? Eisenerz in der Regel. Später ist Nahrung ein riesiges Problem. Stoffe eigentlich auch. Alkohol, Gewürze, Zigarren gehen eigentlich. Ja, das ist so das Gröbste. Holz, Ziegel, Werkzeuge, Nahrung. Vor allem schlimm wird es halt, wenn keine Nahrung mehr da ist und deine Leute langsam verhungern. Ja gut, es gibt Schlimmeres, ernsthaft. Und pass auf, gleich liefert es die Dinger ab, ohne dass ich etwas tue. Kwäm! Und normalerweise würde es jetzt wieder umdrehen, was es auch tut, aber das lassen wir jetzt sein. Weil bringt ja nichts, gibt ja keine mehr. Kein Werkzeug mehr. Oh, sie fangen wieder an Holz zu hacken. Schön. Shane. Guck dich an, wie sie Holz hacken. Es ist so wunderschön. Ich könnte über den ganzen Raum kommen. Und diese grausame Musik, ich hab's euch schon mal gesagt, das ist eigentlich, wenn irgendwo Piraten sind, aber es sind gerade keine. Guck mal, was wollen wir hier unten sehen? Geeignet für Kakao 50%, Baumwolle 50%, Gewürze 100%. Wenn ich jetzt Gewürze hier pflanze, dann gehen alle Pflanzen richtig schön auf. Wenn ich Kakao und Baumwolle pflanze, geht die Hälfte davon ein. Darum ist es zu empfehlen, wenn, baut immer nur die Dinger hin, die auch 100% haben. 50% nur im absoluten Notfall. Ich glaube, ich baue noch ein drittes Schäfchen-Dingens hin. Das war hier. Ich muss nur schauen, dass er da rankommt. Oh, die Musik, die ist so antreibend. So, es fängt ja mit seinem Gewebe an. Kriege ich jede Menge Stoffe. Oh, Stoffe. Wir drehen erstmal die Schäfchenfarm. Ich hoffe, der kommt da noch ran. Ja, ihr seht. Da geht er auch noch hin. Und zur Not wäre es auch nicht schlimm, dann geht nämlich ein Marktkahn dahin und holt sich das ab. Ja, und jetzt geht es wieder darum zu warten, bis ich genug Holz habe. Bäm, bäm, bäm. Das ist aber ein wunderschönes Muster. Muss ich mich ganz ehrlich selbst loben. Ich habe noch nie so was Schönes gesehen in meinem Leben. Oh ja, schaut den Marktkarren-Leuten beim Marktkarren-Brennen zu. Aber jetzt kriege ich ja wirklich langsam halbwegs viel Holz, das passt. Also so ist es gut. Ich überlege vielleicht noch einen zweiten Webmenschen zu bauen. So, habe ich jetzt schon Stoffe? Habe ich jetzt schon Stoffe? Ich habe eine Tonne Stoffe! Ultra. Ich glaube, ich baue gleich mal eine Kapelle, damit sie anfangen können, sich zu Siedlern zu bumsen. Ja, das sagt man heute so, das ist cool und fresh. Ich bräuchte viel mehr Karrenleute. So. Jetzt ein Kapellchen. Wo baue ich das hin? Wo baue ich das hin? Baue ich das dahin? Wo baue ich das hin? Das ist eine gute Frage. Ich überlege gerade, ob das Haus dann links unten auch noch. Oder ob ich es lieber so mache. Ich glaube, ich mache es erstmal so und dann bauen wir oben noch eine hin. Ja, ich baue hier eine Kapelle hin. Ah, ich habe das... Ja, hätte man günstiger bauen können. Jetzt seht ihr zum Beispiel einen Grund, warum ich dieses komische Muster baue. Damit ich schauen kann, wo ich zum Beispiel eine Kapelle hinhau. Ja. Weil wenn alles zu ist, dann kann ich da nichts mehr dazwischen hauen, dann muss ich ein Haus abreißen. Oder später andere Gebäude, eine Feuerwehr, ein Wirtshaus, Schule,
Arzt. Ja, Arzt. Wisst ihr warum? Weil eure Dörfer von der Beulenpest heimgesucht werden können. Ja, die gute alte Beulenpest. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. So, jetzt dürften sie langsam anfangen. Ja, haben wir schon das erste Siedlerhaus. Und gleich mal die Steuern erhöhen. Hey, ich habe gehört, du bist Siedler geworden. Mehr Steuern. So. Jetzt kann ich wunderbar weit zusehen. Meine Stadt wächst und gedeiht. Und ich weiß nicht, ob ich mit der Insel hier noch irgendwas mache. Die macht mich einfach nur krank. Weiß ich, gut ist daran, 70 Bilanz positiv von Anfang an. Ja. Und insgesamt, also man kann bei jeder Stadt schauen, wie die Bilanz ist. Die hier ist zum Beispiel miserabel, minus 53, plus 70, ergibt plus 19, das macht keinen Sinn. Jedenfalls ist es so. Und was zur Hölle tust du da? Was? So, noch mehr Siedler. Was ich bei dem Spiel auch schön finde, dass sie verschiedene Häuser Designs hatten. Brauche ich, glaube ich, da noch eine hin? Oder lieber da? Nein, ich glaube, da passt. Ja, das passt. Und dann oben noch eine.